Ich kann Ihnen schon mal was erzählen zu der Wahlgalopper des Jahres. Das ist wirklich die älteste deutsche Publikumswahl, die es im Sport gegeben hat. 1957 hat sie, viele kennen ihn noch, Adi Furler ins Leben gerufen. Damals noch in der ARD Sportschau. Das war ein riesengroßes Event. Also seit 58 Jahren durchgehend wird der Galopper des Jahres schon gewählt. Und heute nicht mehr in der Sportschau, aber ich finde auf ebenso guten geschichtsträchtigen Grund hier in Berlin-Hoppegarten. Und ich darf dazu einmal Herrn Vogel auf die Bühne bitten vom Direktorium für Vollbezucht und Rennen und Herrn Schöning bitte mit mir an die Seite, der uns hier diese Bühne gibt, dass wir den Galopper des Jahres heute hier ehren dürfen. Sie, liebe Zuschauer, Sie waren gefragt, Sie durften wählen, Sie alleine durften entscheiden. Keine Jury war es, keine Sportjournalisten, sondern nur Ihre Stimme zählte. Drei Kandidaten standen zur Auswahl, die waren vorgegeben von Herrn Vogel und seinem Team. Wir wollen sie noch einmal kurz nennen. Das war See the Moon, der so eindrucksvoll das deutsche Derby in Hamburg gewonnen hat. Dann ist Ivanhoe zu nennen, der lange nicht in die Saison gekommen ist, verletzt war, von dem man gar nicht so recht wusste, wie ist er eigentlich drauf. Der hat sich im großen Preis von Baden dann eindrucksvoll zurückgemeldet, indem er See the Moon geschlagen hat. Oder auch Protectionist, der im Ausland in Australien im Melbourne Cup für Furore gesorgt hat. Das sicherlich sehr gut für den deutschen Rennsport. Aber wir wollen einmal zurückgucken auf die Kandidaten. Wir haben sie in einem Film zusammengestellt. Bitte schön hinter mir Leinwand ab, die drei Kandidaten zur Wahl Galopper des Jahres 2014. Ivanhoe, 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 ho, 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 Ivanhoe. Alle Pferde fast in Linie, Initia, Ivanhoe kommt frei und Ivanhoe wird immer stärker. Ivanhoe, 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 ho, 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 Ivanhoe, der kann schon angehalten werden. Ivanhoe gewinnt. Ivanhoe an der Außenseite kommt. See the Moon gegen Ivanhoe, der geht ein Tick vielleicht besser. Ivanhoe vor See the Moon, er verliert seine weiße Weste. Ivanhoe und Philipp Minarek, Ist es Singing mit Protectionist Sirius dahinter in dritter Position. Die Wöhler-Pferde sind 1-2. Protectionist mit Singing an der Innenseite. Protectionist vor Singing. Protectionist und Eddie Pedrosa werden gewinnen. Protectionist gegen Singing. Und dahinter ist es Sirius. Avantage sur Flawiz Mick, se défend bien. Batiron est en troisième position. Il y a Altano, le numéro 1, qui tente maintenant de se relancer. Et c'est le numéro 2, Protectionist, qui va triompher devant le 3 Flawiz. Mond ist aufgegangen. See the Moon vor Abendwind an der Innenseite, Karl Theodor. See the Moon, der marschiert immer weiter vor Abendwind an der Innenseite, Magic Artist. Aber See the Moon und Andreas Elfenbein, die gewinnen gegen Abendwind. Ja, und See the Moon und an der Außenseite dann Rapido mit Jans Cordwin, die dann sich ein bisschen in die Quere kommen. Aber See the Moon ist vorne. See the Moon an der Außenseite, da geht es ein bisschen durcheinander. See the Moon an der Außenseite vor Swakadelic und Rapido. Aber See the Moon gewinnt das Rennen. See the Moon marschiert ins Derby, ja, das Seite, see the Moon, der Mond geht auf, ein Horn, der Mond geht auf, see the Moon geht auf und da vorne mit Christoph Sumio, see the Moon, der Mond ist aufgegangen, see the Moon gewinnt ganz, ganz überlegen, das deutsche Derby, dahinter dann Lucky Line vor Wild Sheep und dahinter Open Your Heart in einem tollen Schlussakkord. Am Anfang entschuldigen, ich denke, wir haben aber trotzdem nochmal gesehen, welche Erfolge diese drei tollen Kandidaten hier hinter sich haben. Jetzt sehe ich mich doppelt, auch schön.
Jetzt wollen wir es doch langsam auflösen, das Geheimnis lüften. Wer ist denn Galopper des Jahres 2014 geworden? Nur einer kann es werden, nur einer kann Galopper 2014 sein, so würde es Heidi Klum wahrscheinlich formulieren bei den Topmodels. Wir wollen Sie nicht länger weiter auf die Folter spannen. Wir wollen gucken, wie Sie abgestimmt haben im Internet oder auch auf dem Postweg. Schauen wir es uns in einem Balkendiagramm an. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, die Entscheidung, die war denkbar knapp an der Spitze. Und jetzt sollte das Balkendiagramm starten. Jetzt wollen wir es doch wirklich wissen. Wer trägt den Titel Galopper 2014 nach Hause? Einmal vielleicht von Herrn Vogel die Glückwünsche. Das ist ihr das begehrte Schild Galopper des Jahres. Jetzt darf sich Sisemun in die Liste eintragen, in der schon so viele andere Top-Pferde stehen, wie Novelist, wie Daydream, wie Soldier Hollow, wie Lando. Herr Schöning, ich habe die Nachricht erhalten, obwohl sich die Familie Bischof-Lafrenz im Urlaub befindet, haben Sie doch schon Dankesworte dagelassen. Vielleicht mögen Sie die einmal überbringen im Namen. Ja, das mache ich sehr gerne. Herr Lafrenz hat mich vor 10 Minuten angerufen und lässt uns alle ganz, ganz herzlich grüßen und bittet auch darum um Verständnis, dass keiner von der Familie hier ist. Er sagte mir, sie hätten schon vor Monaten geplant, endlich erstmals seit vielen Jahren Ostern mit der gesamten Familie auf Mallorca zu feiern. Sie sehen uns aber hier live, haben auch fleißig gewettet und ich bitte Sie nochmal um einen kräftigen Gratulationsapplaus an die Familie Bischof Lafrenz auf Mallorca. Das haben Sie mit Sicherheit gehört und vielen Dank. Und ich habe aber eine Frage an Markus Klug. Diese Saison, diese abgelaufene, die ja so erfolgreich und so toll gelaufen ist. Ich habe gehört, Sie hatten Sisemun ja schon als Zweijährigen bei sich und haben gesagt, das ist einer, mit dem gewinne ich 2014 das Deutsche Derby. Ist das so gewesen? Ja, habe ich gesagt. Natürlich kann immer da noch viel passieren auf dem Weg dahin. Es ist ein sehr langer Weg vom Zweijährig bis zum Derby, aber er hat mir schon gezeigt, dass er ein ganz, ganz gutes Pferd ist. Und natürlich hat man dann schon die Hoffnung gehabt, dass das Derby gewinnt. Und dann noch mit dieser Überlegenheit, das war natürlich schon beeindruckend. Wie gerne erinnern Sie sich jetzt noch dran zurück? Ja, sehr, sehr gerne natürlich. Ich bekomme immer noch ein bisschen Gänsehaut, als ich eben den Kommentar wieder gehört habe vom Derby. Und es sind natürlich immer Sachen, an die erinnert man sich unheimlich gerne zurück und auch die DVD, die packt man immer wieder mal gerne aus und schaut die sich mal abends an. Sisemun ist nun in die Zucht gegangen, musste den Rennsport verlassen. Wissen Sie, wie es ihm geht? Ja, es geht ihm sehr gut. Er hat schon seine ersten Stuten, die er gedeckt hat, sind tragend. Und ich habe ihn auch schon da besucht in Newmarket. Und sieht sehr gut aus und es freut mich, dass er so einen tollen Platz als Deckhengst hat und so viele gute Stuten bekommt. Vielen Dank und eine weitere erfolgreiche Saison. Herr Vogel, an Sie noch einmal die Frage. Ein würdiger Titelträger, ein würdiger Preisträger, Sisemun. Sie haben gesehen, die Zuschauer haben ihn gewählt.
Ich glaube, wir haben aus den drei Kandidaten wirklich einen ganz würdigen Galopper des Jahres 2014. Uns allen ist das Derby in Erinnerung. Es war ein einmaliges Erlebnis. Wir haben ein herausragendes Pferd gesehen. Natürlich, Protektionist mit seinem Japan-Erfolg war ganz nah dran, aber Sisi Moon hat verdient gewonnen. So soll es sein. Und mir bleibt jetzt noch zu sagen, oder Lose eher gesagt zu ziehen, vielleicht Sie alle zu bitten, denn Sie, liebe Zuschauer, also oder liebes Publikum, Sie können natürlich noch gewinnen unter allen, ja, wie viel letzten Mal, ist das abgeschlossen? Machen wir es einmal öffnen, genau, und der erste Preis ist nämlich eine Reise nach Hamburg zum Deutschen Derby, und wer könnte besser den Gewinner ziehen als Markus Klug? Sie mal tief reingreifen, durchmischen und sehr gemischt. Dann gucken wir mal, wer eine Reise zum Deutschen Derby nach Hamburg gewinnt. Nein, das stimmt. Ach, der erste Preis, jetzt habe ich mich verfahren. Der erste Preis, es geht nach Berlin. Ne? Der erste Preis ist eine Reise für 4 Personen, 125 Jahre. Und das ist, der Gewinner geht an Lori Di Nardo aus Oberlangnau. Lori Di Nardo, falls Sie heute hier unter den Zuschauern sein sollen, können Sie natürlich den Preis hier abnehmen, ansonsten werden Sie benachrichtigt. Jetzt der zweite Gewinner. Jetzt geht's aber zum Deutschen Derby. Jetzt dürfen Sie gucken. Für 2 Personen eine Reise zum Deutschen Derby nach Hamburg. Wer wird sein? Nicht Mario Basler, Mario Bessler. Mario Bessler. Falls Mario Bessler heute hier sein sollte, darf er sich diesen Preis abholen, ansonsten wird er auch benachrichtigt. Und der dritte Preis, das ist ein Wettgutschein bei German Toad im Wert von 500 Euro. Wer darf demnächst 500 Euro verzocken? Die Gewinnerin Maja Strothmann. Falls Maja Strothmann hier sein sollte, darf sie sich auch gerne melden. Ansonsten wird sie natürlich auch schriftlich benachrichtigt. Alle weiteren Preise, die werden wir nochmal getrennt ziehen. Das waren die drei Hauptpreise. Und ja, ich bedanke mich bei allen, bei Markus Klug. Und ja, halten Sie das Schild doch noch einmal in die Höhe ein. Fürs Foto noch einmal hervorkommen. See the Moon, der Galopper des Jahres 2014.